Nichts ist so alt wie die Zukunft von gestern. Früher genial, heute weg. Doch was ist aus all den Dingen geworden? Liebe Zuschauer, neue Sendezeiten im ZDF. Ein Fenster zur Welt der Show und der Stars öffnet Ihnen Sabine Sauer heute Abend. Ich hoffe, Sie sitzen bequem, liebe Zuschauer. Vielleicht haben Sie auch noch was zum Knabbern, so wie ich. Tolle Musik, super Cocktails, jede Menge Klatsch und Tratsch. Ich glaube, ich habe noch nie Frauen gesehen, die das Programm erklären. Dabei sind Sie schon seit der Frühzeit des Fernsehens in den 50er Jahren dabei. In kleinen Studios vor neutralen Wänden, stets charmant und mit einem freundlichen Lächeln. Und ich wünsche Ihnen von hier aus recht viel Freude bei einer Sendung mit viel Blumen. 1963, beim Sendestart des ZDF, spricht Viktoria von Campe die erste Ansage. Mit dem Vorschirm auf dem Bildschirm eröffnet das zweite deutsche Fernsehen sein Abendprogramm. Im DDR-Fernsehen gibt es damals gerne auch mal politische Verkündigungen. Eine Intervisionssendung des sowjetischen Fernsehens aus Moskau mit einer Ansprache Nikita Sergejewitsch Chruschtschows auf einer Massenkundgebung. Bitte informieren Sie Ihre Nachbarn und Freunde, damit Sie dieses bedeutungsvolle Ereignis nicht versäumen. 1965 melden sich bereits 905 Bewerberinnen für ein Ansagerinnencasting beim ZDF. Gut aussehend und dezent sollen sie sein und akzentfrei Hochdeutsch sprechen. Ich glaube, wenn man die Mädels in meiner Klasse damals gefragt hätte, was ist Traumjob, dann wäre bei bestimmt fast allen Fernsehansagerinnen gewesen. Bestimmt noch vor Schlagersängerinnen, ganz weit, weit vor Stewards. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Das war damals irgendwie schon toll, diese Frauen, die da saßen und so. Die mussten natürlich schon letztendlich seriös rüberkommen und ja, auch gut anzusehen sein. Ne? Ich war da echt ein Paradiesvogel, dass sie überhaupt den Mut hatten, mich da zu nehmen. Ich habe Naturkrause, hatte also so einen Lockenkopf. Das war ja überhaupt alles gar nicht gerne gesehen, weil ich war ja noch das Küken und man musste ja erstmal seine Sporen verdienen, um dann auch abends moderieren zu dürfen. Angelika Wende kommt im, Achtung, Wendejahr 1989 zum ZDF. Heute arbeitet die Ex-Ansagerin als Sprechtrainerin und als Personal Coach. Doch für uns kehrt sie ins Studio zurück. Damals musste sie nicht mal zum Casting, sondern wurde abgeworben. Wollen Sie anfangen? Ich sag ja. Ich sag, ich kann aber eigentlich nicht. Er sagte, wieso nicht? Haben Sie ein anderes Angebot? Und ich sagte, nein, ich kriege ein Baby. Und dann sagte der Herr Sauer, überhaupt kein Problem, bei uns können Sie Ihr Baby kriegen. Und dann fing es an. Mit Angelika Wende geht es hinter die ZDF-Kulissen. Der Dienst begann damals etwa um 17 Uhr mit einer Besprechung beim Sendeleiter. Heute wäre Wolfgang Freundst verantwortlich, wenn es noch Ansagen gäbe. Ganz zu Anfang schrieben wir auch die Texte noch selbst. Es gab solche Filminhaltsangaben und man konnte Ausschnitte anschauen. Und auf dieser Basis wurden dann Texte gemacht. Und die haben wir damals noch mit der Schreibmaschine, haben wir das dann in unserem Zimmerchen getippt. Ich glaube, das ist auch anstrengend für die Frauen. Weil die müssen sich ja dann auch viel auswendig merken und müssen immer irgendwie gepflegt aussehen und müssen immer irgendwie über alles Bescheid wissen da. Wahnsinn, was wir da an Texte auswendig lernen mussten. Aber da habe ich echt das Timing gelernt. Also die Ansage war für mich unheimlich gut, um ein Zeitgefühl zu entwickeln. Beim Publikum sind die Programmmoderatorinnen bekannt und beliebt. Sogar für höchstpersönliche Präsentationsideen. Nehmen Sie es nicht allzu ernst, wenn Graf Krolok gleich zum fröhlichen Beißen auffordert. Es ist mitten in der Nacht. Ich bin mutterseelenallein in diesem Riesenhaus. Aber so geht's mir öfters. Nur weil ich einen Film über unheimliche Phänomene gesehen habe, sehe ich anschließend Gespenster. Auf unsere Zuschauer natürlich. Auf 1989. Und auf Mona Lisa. Wie kommst du denn auf die? Ich widme diesen Baum dem Weihnachtsfest unserer Zuschauer. Ja. Im DDR-Fernsehen hält man die Fahne der Völkerverständigung hoch. Srdečni pozdravi i poželanja.
liebe bulgarische Freunde. Bis das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Aus den Nachrichtensendungen wissen Sie es wahrscheinlich, das Zentralkomitee und das Politbüro der SED sind geschlossen zurückgetreten. Ende oder Anfang wird in der folgenden Sendung gefragt. Das ZDF macht im Jahr 2000 Schluss. Angelika Wende sagt ein letztes Mal das Programm an. Das Studio von damals, heute eine Baustelle. Also hier war die Kamera. Hier war besagtes Kreuz, auf dem wir immer unsere Position finden mussten. Hinten war die Bluebox, genau, wo alles eingespielt wurde. Und wenn ich jetzt so mal mich in diesen Raum einfühle, es war ein sehr einsamer Job, den wir da hatten. Obwohl da draußen Millionen Zuschauer waren. An der einen oder anderen Stelle war sie wirklich so das menschliche Bindeglied, gerade so bei Programmänderungen. Man konnte dann irgendwelche Programmänderungen, die man vornehmen musste, die auch manchmal ein bisschen schwierig waren, wunderbar menschlich auffangen. Das ist natürlich heute in diesem Zeitalter nicht mehr möglich. Ja. Von daher vermisse ich natürlich immer so eine persönliche Ansage. Sie sind das denkwürdigste Kinopaar seit King Kong und der weißen Frau, Harold und Maud. Er gerade mal 20 verwöhnt. Am 30. April 2000 heißt es Schluss mit Ansage. Angelika Wende lässt sich nichts anmerken. Routiniert, ohne Adieu oder Träne im Knopfloch, macht sie wie immer ihren Job. Ich stand da und ich wusste genau, so, Angelika Wende, das ist deine letzte Ansage. Du darfst dich nicht mehr von deinen Zuschauern verabschieden. Angelika? Wir wechseln gerade noch mal von FS links nach FS rechts. Letzte Ansage? Von wegen. Eine geht noch. Klasse. Ruhe bitte, Achtung für die Sendung. Und Angelika, bitte. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim ZDF. Erinnern Sie sich? Es ist 18 Jahre her, da sprach ich hier im zweiten deutschen Fernsehen die letzte Ansage. Und damit waren wir Ansagerinnen vom Bildschirm verschwunden. Und ich fand es damals sehr traurig, dass ich mich von Ihnen, liebe Zuschauer, nicht verabschieden durfte. Heute, 18 Jahre später, darf ich das tun. Vielen Dank, dass Sie all die Jahre uns die Treue gehalten haben. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Beitrag zum Thema Videotext. Wissensfrage. Was ist eine Austastlücke? Eine Austastlücke? Nie gehört. Was ist das? Das hat was mit Fernsehen zu tun. Ist das was wie eine Werbepause, eine Unterbrechung oder? Also aus weiß ich, an aus. Also irgendwas ist da dann aus. Das widerspricht sich ja, ne? Also, nee, oder? Widerspricht sich das? Da muss man irgendwann eine Taste drücken und da ist irgendeine Lücke. Taste, eine Lücke und dann aus. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was es ist. Also ist für junge Menschen wahrscheinlich schwer zu verstehen. Früher wurde Fernsehen mal gesendet, es wurde analog gesendet. Es gab ein sogenanntes Sendebild und zwar auf, glaube ich, 645 Zeilen, wenn ich mich recht entsinne. Und aber nicht alle Zeilen waren das Bild. Und in diesen Steuerzeilen war eine Lücke davon. Und wo dieser Zeiger nicht hinging, nannte man Austastlücke. Und dann kamen irgendwann ein paar Leute auf die Idee und haben gesagt, wir müssten doch mal irgendwas mit dieser Austastlücke machen. Und so kamen sie auf die Idee, da irgendwelche Nachrichtenfetzen reinzupacken und haben dann in diese Austastlücke diesen Teletext reingemacht oder Videotext, wie man ihn genannt hat. Habe ich es ungefähr richtig erklärt? Nicht schlecht. Wir tasten uns mal langsam heran an das Thema Videotext. Er war einmal die Zukunft. Nachrichten, Sport, Wetter und sogar die Lottozahlen immer auf Abruf bereit. Und wer hat's erfunden? Bereits in den 70er Jahren experimentiert die BBC mit einem neuen Dienst. Im Teletext. Ich will einmal ein Thema für Sie aussuchen, und zwar die möglichen Verspätungen auf den britischen Eisenbahnen. Die suche ich aus dem Katalog. Es ist die Nummer 117. Ich stelle jetzt hier auf meinem kleinen Computer 117 ein. Und hier habe ich auch bereits die Rail News, die Eisenbahnnachrichten, die in diesem Falle informieren, dass es am kommenden Sonntag Streckenarbeiten auf den Strecken Darlington, Newcastle, Peterborough, King's Cross in London, Bradford, Leeds und anderen Strecken gibt. Bis zur Einführung in Deutschland im Januar 1980 vergehen allerdings noch ein paar Jahre. Aus der neuen Videotextredaktion des ZDF in Wiesbaden kommen die Angaben über das eigene Programm. Wir bekommen von der Presseabteilung unseres Hauses alle Informationen über das Programm.
Diese Informationen verarbeiten wir so, dass sie direkt als Videotexttafeln in Berlin eingespeist werden können. Gesendet wird der Videotext für die gesamte Bundesrepublik aus einer gemeinsamen Redaktion von ARD und ZDF in Berlin. Doch wie funktioniert der Videotext technisch? Das sichtbare Fernsehbild nutzt nur 575 von 625 Zeilen. Wenn man, wie hier, das Bild nach unten schiebt, sieht man, was in den restlichen Zeilen der sogenannten Austastlücke geschieht. Hier finden sich die Informationen für den Videotext. Die Fernsehsender schicken das Videotextsignal in eben diese Austastlücke, kodiert, quasi Huckepack mit dem Bild auf die Reise. Der Empfänger zu Hause liest mithilfe eines sogenannten Decoders die Textzeichen aus und stellt sie per Schriftgenerator auf dem Bildschirm dar. Gesteuert wird der Videotext dabei über die Fernbedienung, mit der auch die Seitenzahlen angewählt werden. Und wie wird der Videotext produziert? In der Redaktion werden die Seiten auf einem Computer erfasst und gespeichert. Von dort werden sie je nach Beliebtheit mehr oder weniger oft nacheinander ausgestrahlt. Fernsehprogramm und Übersicht häufiger, lokale Sportseiten eher seltener. Wenn dann der Zuschauer mit der Fernbedienung eine Seite aufruft, zum Beispiel die Tafel 201, wartet der Decoder, bis sie gesendet wird. Dann stellt er sie dar. Das kann bis zu 90 Sekunden dauern. Das Problem? Zur Videotexteinführung Anfang der 80er Jahre besitzt kaum ein Fernsehgerät die nötige Technik. Und Nachrüsten ist teuer. Um den Fortschritt und das Volk zu bringen, gibt es deshalb Videotext für alle, täglich, morgens und nachmittags, wo bisher nur ein Testbild lief. Wohlgemerkt, verehrte Zuschauer, das ist nicht der Original-Videotext, der von ARD und ZDF täglich an allen 7 Wochentagen ab 10 Uhr gesendet wird. Das ist eine Sendung, mit der wir über diesen Fernsehtext, seine Inhalte, seine Bedeutung fürs Fernsehprogramm informieren. 12 Jahre später, im April 1992, wird der 10-millionste Videotextnutzer gefeiert. Das Geschenk zum Jubiläum, ein Videorekorder und ein Blumenstrauß von den Chefs der öffentlich-rechtlichen Sender. Der stellvertretende Chefredakteur des ZDF, Peter Voss, und ARD-Programmdirektor Schwarzkopp lobten das System als schnell, zuverlässig und jederzeit abrufbar. Wenn immer meine Mutter der Meinung war, irgendwas passiert, sie wollte was wissen, hat sie den Videotext angemacht. Das war so für sie so, wie man könnte heute was sagen, wie eine Push-Mail von einem Handy. Das heißt, das war damals der Vorläufer von Echtzeit. Weil wenn man überlegt, wie heute Nachrichten konsumiert werden, diese kurzen Häppchen, das war Videotext schon damals. Wo ich mich daran erinnern kann, dass man bei Videotext dann irgendwann angefangen hat, auch so Singlebörsen aufzumachen. Ne, da kamen dann irgendwelche Leute was hintickern und dann hat man diese schönen Texte da gesehen. Ne? Sowas wie, möchtest du der Süßstoff in meinem Cappuccino sein? Ne? Aber so, dass man das jetzt den Leuten vorgestellt hat, da kann ich mich nicht dran erinnern. Und in der DDR? Bis zur Wende schauen die Bürger in die Röhre. Denn Videotext strahlt das Ostfernsehen nicht aus. Die Geräte aus heimischer Produktion besitzen auch keinen Decoder. Gut, dass es den Videotext für alle im Westfernsehen gibt. Und für unsere Zuschauer in der DDR ist es sicher von Interesse zu wissen, dass eines Tages der Fernsehtext auch bei Ihnen nach dem gleichen technischen Standard, derselben Norm wie im Westen eingeführt werden dürfte. Und tatsächlich, nach dem Mauerfall tut sich endlich etwas. Seit vergangener Woche bietet der Deutsche Fernsehfunk neben seinen beiden Programmen einen längst fälligen Service an, wie er international üblich ist. Nun haben wir ihn also auch, den Videotext. Die Information auf Abruf, den Service beim laufenden Fernsehprogramm. Nur ein Druck auf die Taste für Videotext, 3 Ziffern für die gewünschte Tafel und das Angebot erscheint auf dem Bildschirm. Sogar eine Nachrüstung für alte DDR-Fernseher ist plötzlich möglich. Der Decoder wird hier einfach in die vorhandene Vorrichtung eingesetzt. Und die Nachfrage ist da. Nicht zuletzt bei Gehörlosen, die in der Wendezeit ein eigenes TV-Magazin bekommen und die Verantwortlichen zur Rede stellen.
Warum gibt es im Programm des DFF keine Untertitel? Wir gehen davon aus, dass die Untertitelung von Filmen und Filmbeiträgen eigentlich ein ganz wichtiges Standbein von Videotext ist und für die Gehörlosen unter Umständen fast wichtiger als der Videotext-Service. Wie damals im DDR-Fernsehen ist Ulrich Nicklisch dem Videotext heute immer noch verbunden und hält ihn für das am meisten unterschätzte Medium überhaupt. Beim RBB fällt der unter neue Medien. Aber brauchen wir noch Videotext, wo es doch Internet gibt? Sie finden wahrscheinlich nirgends eine schnellere Berichterstattung als im Teletext, eine aktuellere. Und das kurze Format. Das bedeutet natürlich auch, dass wir nicht die großen Hintergrundgeschichten bringen und so, aber wir sind eben mit einer Erstinformation ganz schnell da. Und dieses Format ist auch eine ausgesprochene Stärke. Also in der Welt des Internets ist man schnell bei langen Geschichten. Und die haben ihre Berechtigung, aber die kurze Information hat es halt auch. Mit drei Kollegen baut Ulrich Nicklisch bis heute täglich die Seiten für den Videotext des RBB-Programms. Aber kann er sich auch noch an den Videotext für alle erinnern? Ja, kann ich. Das muss in den 80er Jahren gewesen sein, bei meiner Großmutter. Also ich komme ja aus Karl-Marx-Stadt. Und meine Oma hat gerne Westfernsehen geschaut. Und in der Mittagszeit lief halt Videotext für alle. Und das habe ich irgendwie wahrgenommen und mich darüber gewundert, was das ist, aber mir keine großen Gedanken gemacht in dem Moment. Mittlerweile hat fast jeder Empfänger die VT-Funktion. Das und der Wegfall von sendefreien Zeiten besiegelten vor 20 Jahren das Ende des Videotexts für alle. Mit der Digitalisierung des Fernsehens wird auch der Videotext modernisiert. Die Seiten können nun im Gerät gespeichert und laufend aktualisiert werden, sodass man nicht mehr warten muss, bis sie erscheinen. Und der neue Standard HBBTV ermöglicht noch stärkeren Bezug zum laufenden Programm. Heute gibt's auch den Videotext per Internet, also wirklich für alle. Selbst die ohne Fernseher. Wahnsinn. Kennwort Achims Hitparade. Aber bitte nur Postkarten. Meinungsbilder einholen, Zuschauerabstimmungen. Das geht lange Zeit nur per Post. Teuer und langsam. Ich hatte doch gleich das Gefühl, dass ich mich in dieser Sendung noch mal zum Schwerstarbeiter herausbilden lassen muss. Oh, schnell absetzen. Geschafft, ohne eine rauszuschmeißen. Auch per Telefon. Meine Damen und Herren, hier im Studio 3 erwarten wir weiterhin Ihre Anrufe. Und dann kam Ted, ein Computermännchen als Vorreiter des interaktiven Zeitalters. Ted. Gib mir nur klar, ich kenn's. Television. Was war denn nochmal Ted? Ted ist, ist es lustig. Also aus irgendeiner Abfrage ist es, glaube ich. Gott, oh Gott, wofür steht denn das jetzt? Das war damals der Versuch, Mitmachfernsehen zu machen. Das war damals die Idee zu sagen, wir tun etwas, wir wollen gerne wissen, was ihr denkt. Doch, jetzt kann ich mich Frank Elstner, da kann ich mich dran erinnern, genau. Die Abkürzung steht für Teledialog, etwas völlig Neues. Ursprünglich ist Fernsehen eine Einbahnstraße. Dialog mit dem Zuschauer? Mühsam. Zuschriften auswerten kostet Zeit. Und telefonieren klappt immer nur mit einer Person pro Leitung. Ich habe das große Glück gehabt, zu einem Zeitpunkt anzufangen in Fernsehen und Rundfunk, wo man sich tatsächlich Gedanken gemacht hat, wie kommt man näher an die Zuschauer ran. Für Publikumsabstimmungen werden innovative Ideen erprobt. Einmalig das Voting per Lichtschalter in der Show Wünsch dir was. Mit einem direkten Draht zu den Stadtwerken. Guten Abend, Herr Burkhardt. Ja, schönen guten Abend, ich bin Bach. Hier ist die Stadtwerke Frankfurt. Ja, das ist fein. Bitte verbleiben Sie mal parat, ja? Die Zuschauer sollen zwischen zwei Kandidaten entscheiden. Abstimmen können aber allein Zuschauer der Stadt, zu der es die Standleitung zum Mann vom Elektrizitätswerk gibt. Der hat den Stromverbrauch im Blick. Beim Gong sollen Sie die Lichtquellen, die Sie innerhalb von 20 Sekunden erreichen können, einschalten. Also beim Gong geht's los. Achtung, fertig! Aber ist das nicht ein bisschen gefährlich? Da müssen doch auch die Sicherungen rausfliegen. Naja, also ich will das jetzt nicht unbedingt machen. Hängt halt davon ab, was man gewinnen kann. Aber ich meine, wenn man alles
laufen lässt, ist ja sehr viel Stromverschwendung. Die Abstimmung muss für beide Kandidaten getrennt voneinander durchgeführt werden. Der Mann im Elektrizitätswerk gibt bekannt, wie hoch der Verbrauch jeweils ausfällt. Der Vergleich bestimmt den Sieger. Herr Burkhardt, was sagt Ihr Anzeiger diesmal? Ja, wir haben einen Anstieg um 65 Megawatt in Frankfurt zu verzeichnen. 65? Jawohl. Dankeschön, das ist also ein klarer Punkt für Familie Dreier aus der Schweiz. Statt Strom kann man natürlich auch Wasser fließen lassen, um abzustimmen. Licht, das habe ich jetzt ehrlich bescheuert. Wärmetest, mach mal die Heizung an. Na gut, damals konnte man das nicht messen. Ja, es gab keine Methode, das zu messen. Und man kann auch den Finger in den Wind halten und gucken, was passiert. Es müssen bessere Wege her, um viele Meinungen zu erfassen. Gab's da nicht schon was? Natürlich, dort, wo die Prognosen für Wahlen erstellt werden. Der Meister dieses Fachs heißt Manfred Denninger. Zunächst hieß das ganze System Teledialog und war eine Einrichtung, über Telefone, über viele Telefone, viele Stimmen aufzunehmen und auszuwerten. Dass der Zuschauer eine Möglichkeit hat, sein Votum abzugeben, seine Meinung zu sagen und eventuell sogar den Fortgang einer Sendung zu bestimmen, das haben wir dann später auch gemacht. Wir haben 1000 Zuschauer ausgewählt mit einem sehr komplizierten System der Bundespost, die per Telefon auf einen Computer geschaltet sind und die wir laufend während der Sendung nach ihrer Meinung fragen können. Wetten, das ist ein Wegbereiter der Technik. Die Bundespost kann bis zu 8 Leitungen maximal schalten. Jede Leitung entspricht einer Wahlmöglichkeit. Der Anruf kostet eine Gebühreneinheit, wird registriert und zu den anderen der Leitung addiert. Ein Rechner setzt die Anzahl der Anrufe automatisch in einfache Grafiken um. Der Ted war nicht besonders hübsch, aber er war sofort zu kapieren. Die Techniker, die das gemacht haben, haben meine volle Bewunderung, weil ich bin ein technischer Volltrottel. Aber die haben etwas geschafft, was wir Kreativen uns immer gewünscht haben. Jetzt den Hörer hochnehmen und jetzt bitte wählen. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Die Endziffer, die Ihnen am besten gefiel. Die Sache muss erstmal genau erklärt werden, sonst greift niemand zum Hörer. Ihre Stimme wurde gewertet, bitte legen Sie jetzt auf. Klick. Die Auswertung, die dauerte nur 5 Sekunden, so in der Größenordnung. Dann war das Bild fertig und dann wusste man, wer gewonnen hat. Herr Denninger, wenn es möglich ist, möchte ich jetzt eigentlich das erste Zwischenergebnis haben. Dort auf der Tafel, aha. Die Ergebnisse werden mit großer Spannung präsentiert. Liebe TED-Mitspieler, bitte nicht mehr wählen, bitte nicht mehr anrufen. Das Ergebnis steht fest. Erster Platz, Fred Sonnenschein und seine Freunde, Ihr Spitzenreiter. Ich warte natürlich etwas. Unseren Zuschauern zu Hause nochmal gesagt, der Ted gibt heute keine Antwort, also nur kurz anrufen, dann er ist da. Ich danke euch. 90% unserer Zuschauer sind der Meinung, das funktioniert. Das ist eine Riesenquote. Dieses Grafikgerät, das ich da hatte, das konnte nichts anderes als das, was man da sieht. Das waren nur kleine Klötzchen, die man da machen konnte. Und man hatte eine Schrift, man hatte 6 Farben, mehr konnte das nicht. Und dann können Sie sich vorstellen, es waren starke Einschränkungen, aber es war neu. Legendär, die Wahl des Wunschfilms über den TED. So, meine Damen und Herren, Wunschfilm für diese Woche, gleich steht er fest. Bitte rufen Sie ab jetzt nicht mehr an. Das waren 937.199 Stimmen. Der Rest ist auf der Autobahn. Oder im Garten. Wunschfilm, genau, den ZDF-Wunschfilm. Stimmt, da wurden immer 3 Filme vorgestellt und da habe ich dann immer für Filme von Bud Spencer und Terence Hill gestimmt. Ich habe selber noch nie irgendwo angerufen, um da irgendwie so jetzt mal mitzumachen, weil ich mal gedacht habe, die wollen mir eigentlich nur die Gebühren abziehen.
Beim Wunschfilm durften wir eigentlich nur abends die Leute befragen, eben wegen der Kapazität des Telefonnetzes. Und der Sendeleiter damals, der kam dann drauf, Mensch, wir machen das mal am Freitag um 15 Uhr, komm, wir trommeln mal, das waren ja diese Trailer, die da gelaufen sind. Und dann liefen die Leute an, bis zum geht nicht mehr. Und auf die Weise haben wir dann nachmittags um 3 mal die ganze Börse in Frankfurt stillgelegt. Ted ist eine Bereicherung fürs Fernsehen. Entsprechend wird sein Erfinder auch gebührend gefeiert. Die Quoten werden nie weniger, sind sie mal im TV. Guten Abend, Herr Denninger. Na, wie geht es denn, Ted? Klappt es damit mal weniger? Der Teledialog ebnet den Weg für weitere TV-Voting-Verfahren, ohne die viele Castingshows undenkbar wären. Heutzutage ist das ja durchs Internet alles so schnell geworden, dass ich eigentlich die Macher von heute darum beneide, dass sie sofort wissen, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Meine Damen und Herren, ich möchte mich für die technische Störung bei Ihnen entschuldigen. Tja, Graf Dracula hat da ein bisschen dazwischen gefuscht, liebe Zuschauer. Wir haben aber die technische Macke behoben. Es geht jetzt weiter und ich wünsche Ihnen für den Rest dieses Films gute Unterhaltung. Nicht was? Da hat jemand auf dem Kabel gestanden oder auf dem Schlauch, ne? Das Störungsbild. Heute nahezu ausgestorben. In der Sendeabwicklung in Mainz ist Teamleiter Heiko Dunkel dafür verantwortlich, dass beim ZDF nichts stört. Doch er weiß noch, warum die Kollegen früher ihre liebe Not mit den häufigen Sendepannen hatten. Wir zeigen ihm ein Beispielvideo aus dem Archiv. Oh ja, den Fehler kenne ich. Das ist ein Fehler, den wir früher häufig hatten mit unseren Matzmaschinen. Man sieht hier ganz genau anhand der Streifen, dass der Videokopf gerade zuschmiert. Ist ja ein Magnetband, da setzen sich Magnetpartikel ab und schmieren den Kopf zu. Man sieht, der Fehler wird nicht besser. Es dauert schon eine ganze Zeit lang an. Wir haben jetzt schwarz auf dem Sender, der Kollege reagiert. Man sendet hier ein Unterbrechungsbild. Man ruft jetzt auch die Ansagerin, die im Nachbarraum sitzt, damit sie das Ganze kommentiert. Und zu dem Unterbrechungsbild wird auch noch ein Ton hinzugefahren. Meine Damen und Herren, es ist leider kein Silvesterspaß für mich, was ich Ihnen jetzt sagen muss. Wir haben wirklich große Schwierigkeiten, Ihnen diesen Film jetzt noch weiter zeigen. Das wird jetzt kommentiert. Im Hintergrund arbeitet gerade jemand daran, den Fehler zu beheben. Wir hatten immer ein Stück Papier dabei und haben mit dem Papier zwischen Videokopf und Band den Kopf gereinigt. Und beim Rausziehen hat man auch schwarze Streifen auf dem Papier sehen können. Dann will ich, glaube ich, nie wieder diesen Sender gucken. Weil ich finde das bestimmt als eine Unverschämtheit, dass die dann aufhören, plötzlich mitten bei der spannenden Stelle und dann plötzlich diese Unterbrechung haben. Ich werde wahrscheinlich diesen Sender nie wieder mehr angucken. Einmal seien wir nicht so kritisch. Das war ja auch keine Absicht, sondern Fluch der Technik. Und das ist eine Fernsehkamera. Aber vielleicht erzählen Sie unseren Fernsehfreunden mal etwas von der Fernsehkamera. Ja. Soll ich Ihnen einen Vortrag von 2 Stunden halten? Mit einer Fernsehkamera verbinden sich so viele technische Probleme, dass es schwer ist, sie in kurzer Zeit zu erklären. Wir versuchen es trotzdem. Im Fernsehmuseum im pfälzischen Deidesheim. Norbert Lemke hat die Sammlung mit aufgebaut. Er bewundert die Pioniertaten der Fernsehgeschichte, kennt aber auch alle Macken. Das ist die klassische Studiokamera aus der Schwarz-Weiß-Ära. Sie hatte noch Röhren. Das heißt, innen drin war kein Computerchip wie heute,
sondern diese Glasröhren, die Vorgänger der Transistoren. Brannte eine von denen durch, zack, Bild weg. Zu aller Katastrophe kamen noch die Objektive. Es hat das Zoom-Objektiv noch nicht gegeben und man musste einzelne Optiken mit verschiedenen Brennweiten auf einen Revolver setzen. Und in dem Augenblick, wenn die Optik so sitzen muss, um die Röhre zu treffen, dann kippte das herum und dann war hier der Spalt, der das Bild verdeckte. Soweit die Studiokameras für die Live-Sendungen. Aber wie kamen Spielfilme ins Fernsehen? Die gab es damals ja nur auf Filmrollen, wie im Kino. Auch hier lauerten schreckliche Gefahren. Wenn Sie einen Spielfilm im Fernsehen sahen, dann wurde der als Celluloid-Film hier eingespannt. Und da eine der vorgesetzte Videokamera, also eine Fernsehkamera, hat dann diesen Film abgetastet und ins Fernsehen übertragen. Manchmal riss der Film und dann gab es natürlich eine Störung. Die kam natürlich immer dann, wenn es am schönsten war. Zeit für eines dieser vielen Störungsbilder, im Fernsehjargon Ausfallpappe genannt. Das ist einfach ein Karton, auf den Buchstaben aufgeklebt waren mit dem Wort Unterbrechung und dem ZDF. Und das stand vor der Kamera und somit hat man die Unterbrechung wirklich überbrückt. Aber stimmt, ein toller Job, wäre was für mich gewesen. Der Störtyp kommt rein. Ja, also eine tragende Rolle hatte ich noch nicht, ja. Ich hatte ja darauf gewartet, dass man mir mal so diese Pappe gibt, ja, ohne Worte. Sag ja, Fernsehen war damals Bio, da ging alles noch per Hand. Unsere Technik ist so hochentwickelt und so durchkonstruiert, dass absolut nichts schiefgehen kann. Ein Sketch aus den 60er Jahren zeigt anschaulich, wie man sich das mit der Pappe vorstellen kann. So ein Käse hält mir doch mal einer hier hoch. Immer gut, Leute. Wir haben den Ton jetzt kurz unterbrochen, das kann niemand mithören. Also, das ist ja wirklich ein dicker Hund. Meine schlimmste Störung, die ich nach wie vor immer noch im Kopf habe, hat aber nichts mit Pappen zu tun. Das war im ZDF Morgenmagazin und wir hatten da einen Gesundheitsminister, der sollte irgendwas befragt werden zu was. Und ich fing an zu reden, auf einmal kam keine Stimme mehr raus, ich konnte nichts mehr sagen. Alle haben sich kaputt gelacht darüber. Mein Chef fand es nicht witzig. Zurück zu den Ausfallpappen. Gibt's die noch? Im Archiv des ZDF zeigt uns Veit Scheller erst einmal eine olle Abspannrolle aus den 60er Jahren. Die wurde am Schluss des Films vor der Kamera abgerollt und war handgemacht. Und mit den Störungspappen? Da sieht's eher mau aus. Einen kleinen Eindruck vermitteln Programmpappen, die früher bei den Ansagen hübsch im Hintergrund zu sehen waren. Wir haben nur noch ein paar wenige, ein paar schöne, ein paar lustige eben zur Auswahl, um zu zeigen, aber nicht mehr viele. Zum Glück gibt es Heide Mohr. Wir haben die Grafikerin in Wiesbaden ausfindig gemacht. Sie hat seit den 60er Jahren unzählige solcher Pappen fürs Fernsehen designt. Heute ist sie im Ruhestand. Aber sie kann sich noch sehr gut an die Störungspappen erinnern. Hat sie vielleicht sogar noch eine? Musste man ziemlich schnell machen und aus dem Affekt raus, was einem einfiel. Aber ich habe leider keins mehr, weil das eben für mich war es eben, sagen wir mal, zu wenig künstlerisch. Tja, die scheinen also wirklich weg zu sein. Doch extra für uns macht sich Heide Mohr noch einmal die Mühe und bastelt eine Störungspappe. Ganz echt im Stil der 60s. Was ich faszinierend fand, ist, dass diese Störungsschilder die größten Einschaltquoten hatten. Die waren faszinierend. Da haben die Leute aber dran gesessen. Moment, da passiert jetzt was. Da passiert irgendwas, was nicht normal ist. Da bleiben wir jetzt mal dran. Und heute? Was passiert im unwahrscheinlichen Fall einer Störung? Wenn es auftritt bei Live-Sendungen durch Übertragungsfehler, die stattfinden, oder in Live-Produktionen im Studio, wenn es da eine Störung gibt, greifen wir auf ein animiertes Störbild zurück. Das liegt dauerhaft vor und mit einem Tastendruck kann ich es direkt auf Sendung bringen. Und da es heute so selten ist, hier eine ungestörte Gelegenheit, die Pappe zu bewundern. Bitteschön. Keine Angst, dieses Programm ist noch nicht zu Ende und danach geht's auch immer weiter. Doch das war nicht immer so. Stichwort Sendeschluss. Fernsehen mit Ladenöffnungszeiten.
Das war was. Das war so dieses Rauschen da. So. Aber ein Schnee war da so, es war irre. Sollte man heute vielleicht auch machen, weil auf vielen Sendern läuft dann irgendwie ab 0 Uhr oder 2 Uhr oder sowas echt viel Schund. Ich weiß nur als Kind, wenn du in der Schule erzählen konntest, du hast den Sendeschluss gesehen, dann warst du wer. Und dann durftest du lange aufbleiben. Na, der Sendeschluss hatte natürlich ein Gutes, das muss man sagen. Es zwang einen einfach dazu, aufzuhören, Fernsehen zu gucken. Und ich erinnere mich daran, dass ich schon gelegentlich wieder aufwachte wegen des Rauschens, das mir plötzlich aus dem Fernseher entgegentönte. Zuerst etabliert sich das Abendprogramm. Dann füllt sich allmählich das Sendeschema. Soll jetzt ja viel übersichtlicher sein. Es kommen das Vorabend- und das Spätabendprogramm hinzu. Schließlich gibt's am Morgen Wiederholungen und Schulfernsehen. Dann eine Pause. Hauptfernsehzeit aber bleibt 20 Uhr. Tagesschau. Und dann, was immer anschließend kam, bis 10, halb 11. Und dann war eigentlich Schluss. Der Grund? Es fehlt Programm. Denn Fernsehen ist in seinen Anfängen alles andere als ein Routinegeschäft. Und Sendungen müssen erst einmal erfunden und produziert werden. Am 21. Dezember 1952 startet das Fernsehen in der DDR mit der ersten Ausgabe der Nachrichtensendung Aktuelle Kamera. Erst 4 Tage später nimmt auch Westdeutschland den Sendebetrieb auf. Wir wünschen uns, dass Sie uns freundlich ansehen. Und die vielen Menschen und Dinge, mit denen wir sie nun bekannt machen können, gern in ihren Lebenskreis aufnehmen. 1 Stunde und 58 Minuten Programm im Live-Betrieb. Am Folgetag die erste Tagesschau. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Das breite Publikum wollte informiert werden, was ist los, und wollte sich unterhalten. 1963 dann der Start des ZDF. Ab 1964 kommen die Regionalprogramme dazu. Dann DFF2 im Osten. Und hüben wie drüben ist nachts Sendeschluss. 1967 kommt Farbe ins Spiel. Den Startschuss für das deutsche Farbfernsehen. Kritikern wird das Ganze damals schon zu bunt. Das war damals die Ausschaltung des Fernsehens, was heute die jungen Menschen verblöden total, weil sie nur noch auf ihren Smartphones unsinnige Sendungen gucken. Der einzige Trost für Fernsehgegner: nachts herrscht wenigstens Ruhe. Nach der Uhrzeit die Sendeschlusstafel. Und schließlich das Testbild. Zweites deutsches Fernsehen, ZDF, Sendezentrum Mainz. Es rennen ja einige mit Testbild-T-Shirts rum, ne, weil das so prickelnd aussah mit diesen ganzen Farben. Warum das Testbild eigentlich so ist, weiß ich gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das Testbild vielleicht zur Pflege der Bildröhren war. Keine Ahnung. Ich würde vielleicht sagen, dass der Zuschauer weiß, dass sein Fernseher nicht kaputt ist. Das ist ja ganz wichtig, wenn es rauscht, denkt man, oh Gott, vielleicht ist irgendwas nicht in Ordnung. Tja, was will es uns sagen, dieses Zusammenspiel symmetrischer Formen und Linien? Es ist ein Kontrollbild zur Einstellung des Bildschirmes, für den richtigen Empfang, für das Feintuning am Fernsehapparat. Das Werkzeug für den Techniker in der Reparatur. Na, das Bild kann auseinanderlaufen. Also man bezeichnet das als Ost-West-Fehler. Das kann man hier dann eventuell noch besser sehen an dem Gittermuster, ob diese Karos gleichmäßig sind. Dann gibt es dann auch einen Farbbalken. Und dann kann ich die 3 Farben, die beim Fernsehen existieren für die Übertragung, Blau, Rot und Grün, alleine sichtbar machen.
Da hat man dann auch gesehen, sehe ich die Farben noch richtig? Ja, kann ich das nochmal justieren? Da konnte man ja so Helligkeit einstellen. Dunkelheit, glaube ich, ging auch noch. Ne? Da gab es so Knöpfe am Fernsehgerät. Da konnte man das Bild selber so ein bisschen vielleicht anhand dieses Bildes justieren. Genau, eine Funktionsüberprüfung. Aber auch eine Orientierung für die Übertragung im täglichen Sendebetrieb. War das richtig? Ja. Echt? Was habe ich jetzt gewonnen? Nix, denn das Testbild wird schon bald durch kreativere Einschlafhilfen ersetzt. Die Nationalhymne hat natürlich dann auch für kulturelle Auseinandersetzungen gesorgt, ob das denn nun neu erwachender Nationalismus war. Außerdem hat Kuhlenkampf, hat Geschichten zur Nacht vorgelesen. Also das war richtig gemütlich noch. Auch im Osten dient der Sendeschluss als Schaufenster für nationale, tierische und kulturelle Werte. Erlaubt ist anscheinend alles, was für wenig Geld viel Strecke bringt. Lassen Sie uns doch einfach ein Aquarium senden. Das trug ich auch in der entsprechenden Direktorenkonferenz vor. Die guckten mich alle an, wie der ist irre. Und ich sage, ja, warum denn nicht? Ist doch Tiere, wir machen Musik drunter, Klassik, Kultur. Hans-Jürgen Rosenbauer erschafft damit das kultigste aller Nachtprogramme. Das legendäre ORB-Aquarium. Glas gekauft, Fische rein, einmal aufgenommen. Und schließlich wird das Ganze als Schleife die Nacht hindurch gesendet. Wir hatten viel Zuschauerpost. Vor allen Dingen fand ich es interessant, wenn bei einer Schleife, die ja sich nicht verändert, ungelogen Dutzende von Briefen kamen und Anrufen, wieso wir einen bestimmten Fisch aus dem Aquarium genommen hätten. Ob der gestorben sei, was da los ist. Also Menschen gaben den Fischen Namen. Es ist die Geburtsstunde der Nachtschleife. Im September 1992 erreicht das Blubberblasen-TV sogar eine Spitzenquote von 37,5%. Dabei setzt längst auch die private Konkurrenz auf feuchte Träume. Die Nachtschleife wird zur wahren Ideenschmiede. Was mit der Berliner S-Bahn beim SFB beginnt, wird bald zu den schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Der Straßenfeger im ZDF bevorzugt die Autoperspektive. Oder Großstadtimpressionen mit dem Namen City Dreams. Es war ein hoher Kreativitätsschub, bis dann plötzlich gar kein Platz mehr war für diese Art von Lückenfüller, wie man ja ehrlicherweise sagen muss, sondern dann das Programm immer voller wurde, bis die Lücke weg war. Fast weg, denn einen Sender gibt es noch mit Sendeschluss. Oh nein, nicht schon wieder. Da kommt immer Bernd das Brot. Bei Kika ist immer so, wenn das, glaube ich, um 21 Uhr Schluss und dann läuft halt für 9 Stunden Bernd das Brot. Ich sag nur die armen Arbeiter von Kika. Die müssen wahrscheinlich den ganzen Tag da sitzen und müssen da dieses Bernd das Brot aufspielen. Bernd das Brot, Bernd das Brot, Bernd das Brot. Dann läuft das halt und dann ist halt so eine Dauerschleife und dann steht da halt am Ende immer um 6 Uhr fängst wieder an und so. Ja. 9 Stunden lang Bernd das Brot anschaut. Bernd das Brot. Bernd und so geht's dann den ganzen Tag lang. Aber auch für die Erwachsenen könnte sie wiederkommen, die Nachtschleife. In Norwegen erlebt diese Art von Fernsehen gerade einen Boom als sogenanntes Slow-TV. Echtzeitfernsehen, so aufregend wie der Blick aus dem Fenster. Entschleunigung pur. An manche verschwundenen Sachen erinnern wir uns immer wieder gern. Andere schleichen sich sang- und klanglos aus unserem Alltag und wir merken es kaum oder sind froh, dass sie weg sind. Aber das ein oder andere kommt vielleicht als Retro-Trend zurück.